Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia im letzten Part. Knockback of Doom. Und deswegen habe ich darauf keinen Bock. Und wir werden unten anfangen. Hallo Leia. Warum unten? Weil mit Miller ist etwas ähnlich, denke ich mal. Mit Miller habe ich ja aus Versehen, glaube ich, auch schon einmal gekämpft. Jetzt will ich nur wissen. Deine Belegung. Sehr interessant. Gott, jetzt darf ich erstmal gucken, was hast du alles? Schnelle Klaue. Schnelle Stoß, angeblich dem Angriff einer Bestie mit scharfen Klauen gleicht. Lassen wir mal so. Nach oben. Hochspringt, um Feinde nach oben zieht. Spiralschlag. Cerberusschlag. So bitte. Schwalbenflug. Schärfe. Schärfe? Aufsteigender Wirbel. Nein, aufsteigender Schlag. So. Dann einmal hier. Ich glaube, die habe ich dann doch eher lieber da, wo ich jede von denen habe. Aufsteigender Stabregen. Ich tue einfach irgendwas, wo was rauf und. Ja. Nur nichts doppelt, bitte. Bislang ist noch nichts doppelt. Gut.70%. Heilen ist nie verkehrt. Ich glaube, das tue ich mal hier in das quasi buffen. Gibt es sonst noch was? Schnelligkeit. Bewegung. Elementaren Punkt brauche ich alles nicht. Schwalbenflug. Oder eigentlich sollte ich hier alles hin haben. Bewegungsgeschwindigkeit. Angriff. Ah, alle Buffs und Heilen, okay. Gut, gut. Was habe ich sonst noch Schönes? Schwalbenflug, habe ich das schon? Ja. So viel hat sie gar nicht, oh. Aufsteigender Wirbel. Ich glaube, das mache ich mal einen Schlag und aufsteigender Wirbel kommt hier rauf. Weil wir das, glaube ich, schon hatten. Und dann war es das eigentlich. Denke ich mal. Okay. Schon mal schöne Stab-Action, die man hier hat. Oh, jetzt bin ich auch noch anfällig. Stab. Nee, schnelle Klaue, okay. Cerberusschlag kennt man ja, bloß dass es dann am oben landet. Da soll rein, der Schlag von oben dann. So, was haben wir sonst noch? Stirb, Kartoffel. Hier auch. Du machst aber voll wenig Schaden. Meine Güte. So, was habe ich gesagt? Ups. Lass mich doch mal buffen. Schärfen. Okay, sie zaubert damit eher, ob sich. Weil ich konnte gedrückt halten und dann passierte nichts. Sobald ich immer losgelassen habe, ist was passiert. Also keine Ahnung ab. Servoschlag. Das hatten wir auch schon. Oh! Sie hat echt schöne Kombos.
womit Gegner dann halt in der Luft sind und man schön weiter attackieren kann. Das ist echt nice. Ich glaube, Leia gefällt mir. Wenn sie nur noch ein bisschen mehr Schaden machen würde, wäre das echt nice. Okay, stimmt. Zu der Seite ist ja auch dieselbe. So. Halbmondblitz. Stabregen. Wütender Sprung? Was? Was ist daran ein wütender Sprung? Das ist überhaupt nichts an Sprung. Ah, stimmt. Das ist unsere verbundene Art quasi. Nee, Mystic Art. Anfang. Die Gegner sind einfach immer dieselben. Schön zu wissen. Meine Buffs sind vorbei. Das merkt man schon. Und ich vermisse ein bisschen AZ. Laser. So, was haben wir sonst noch? Aufsteigender Schlag. Passt. Einmal kurz den Gegner wechseln. Aufsteigender Wirbel. Ich habe da... Stimmt, ich habe da nichts belegt. Warte. Wo war jetzt? Genau das. Alter, Leia. Ich mag Leia, weil ihr kennt ja aus Kingdom Hearts sicherlich. Ich liebe Luftkombos. Und dann wisst ihr sicherlich auch, dass ich Leia jetzt mag. Stört, Kartoffel. Hört auf zu blocken. Dann eben nicht. Dann greift er halt normal an. So, ich muss sagen, Leia gefällt mir, aber irgendwie macht sie mir zu wenig Schaden und ist irgendwie dafür auch recht unmobil. Leias Fähigkeiten Stabverlängerung, nachdem Leia einen feindlichen Angriff mit einem Rückwärtsschritt ausgewichen ist, schimmert ihr Stab in einem weißen Licht, das den Stab für bestimmte Zeit verlängert. Solange sie sich in diesem Zustand befindet, kann sie auf größere Entfernung kämpfen. Schön zu wissen. Aber wie gesagt, gewonnen! Ein herzlicher Applaus für die Siegerin dieses Anfängerkampfes, Leia Rolando. Hallo zusammen, ich bin euer Champion Leia. War dieser Kampf nicht unglaublich? Hast du gesehen, wie ich mich da draußen bewegt habe? An einem Punkt glaube ich, es wäre vorbei. Niemals. Aber dann habe ich mich total konzentriert und das richtige Art zum genau richtigen Zeitpunkt eingesetzt und... Dürfte ich auch mal was sagen? Oh klar, Entschuldigung. Du musst so viele Fragen an mich haben, nur zu. Und die Zeit ist um. Oh nein, das kann nicht sein. Tja, aber ich glaube nicht, dass ich mit dir den fortgeschrittenen Kampf schaffen könnte. Nur 1250, nicht mehr 1500, what? Okay, dann ist jetzt... Rowan dran. Es war jetzt quasi nicht so wirklich effizient, was wir dann als... Part-Zeitfüllung bekommen, beziehungsweise was wir so bekommen. Im Gegenzug, dass wir das hier machen, außer die billigen Erfahrungspunkte, die eigentlich gar nichts sind. Okay. Erstmal alles entfernen. Okay. Erstmal die Flutwelle. So, dann haben wir hier. Durchtrenntes Schicksal. Messer umgeben meine Füße, die Füße des Feindes und erzeugen einen Kreis der Schmerzen. Halte Kreis gedrückt, um die Messer sofort fallen zu lassen. Marschwalzer.
Meteorwalzer. Und die Spektralsäuberung. Gut. Hier Feuerkugel, Windlanze, Dreistein und Schwall. Jedes Element. Und bei L gedrückt halten, dann nehmen wir mal. Kann die Masse bewegen. Klingt nice. Diffusionsantrieb. Welcher kein göttlicher Streif. Klingt auch nice. So, Luftdruck einfach. Luftdruck. Erdelement. Wow. Blaue Sphäre. Gefrierlanze. Klingt auch nice. Gut, nehmen wir hier einfach mal strahlendes Läutern. Strafe Ketten und Felswalzer. Okay, ich kann mir vorstellen, mit Rowan wird's nicht so einfach. Ich habe nichts gesagt. Oh, Rowan, mal so nebenbei. Wozu? Wozu hast du dein Schwert? Aber dafür, dass du... ja. Marschwalzer. Meteorwalzer. Wenn ich damit mal treffen würde. Ach, daraus kommen denn die Steine oder was? Ja, okay. Warum benutzt du nicht auch mal dein Schwert zur Abwechslung? Jo, fall wieder runter. Der hat echt keine gute Beweglichkeit. Spektralsäuberung. Und du? Ach, den Gegner markieren, okay. Das ist schön. Gut, was hast du sonst noch? Feuerkugel. Feuerkugel, habe ich gesagt. So, ich muss... Das fand ich jetzt doof, weil ich eigentlich noch an der Kante war und dann runtergerutscht bin, obwohl ich stand. Naja. Anfänger Rowan. Ich dachte eigentlich eher bei Meteorwalzer falle ich irgendwo runter. Aber das stimmt ja nun auch wieder nicht. Gut. Flutwelle. So, was muss ich jetzt eigentlich hier mit... Ah! Alter! Fireball, Fireball, Fireball. OP. So, das war die Flugwelle, verdammt. Straffe Ketten. Das hier ist strahlendes Läutern. Ah, Moment. Nein, nein. Ich kann es hin und her bewegen, oder was war das? Nein, stopp. Straffe Ketten kann ich auch bewegen? Ich kann da nichts bewegen, Spiel. Warum zeigst du mir da was? Eben konnte ich was machen, okay. Ich habe so das Gefühl, ich kann es nicht so wirklich bewegen, aber was soll's. Dann machen wir mal die Feuerkugel wieder.
Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Das kann ich super bewegen, nicht so wie die anderen. Schwall. Windlanze. Ich konnte noch nicht mal alles ausprobieren. Wenn Rowan einen Geister gewirkt hat, kannst du es mit Hilfe einer Taste oder eines Sticks wieder weiter beeinflussen. Der Effekt und die Steuerung hängen vom jeweiligen Art ab, habe ich gemerkt. Diese Aktion kostet eine bestimmte Menge TP, die der Hälfte der Wirkkosten des Art entspricht. Ich fand Rowan OP. Der macht viel zu viel Schaden. Dadurch, dass ich halt die Fähigkeit habe, dass er sich nicht beeinträchtigen lassen kann. Jo, gut. Ein meisterhafter Sieg von Rowan J. Ilbert. Beendet diesen Anfänger-Einzelkampf. Eine ordentliche Show habt ihr uns da gezeigt, Rowan. Wenn ich sie in einem Wort beschreiben müsste, würde ich spektakulär sagen. Wie fühlt ihr euch damit? In einem Wort, erschöpft. Interessant, und damit ist unser Ein-Wort-Interview beendet. Genau. Okay. 1200 Geld. Ja, ich glaube, ich beende den Part mal. Und im nächsten Part nehmen wir uns die restlichen Charakter vor. Charaktere. Mit Elise fangen wir an, danach Elvin und Miller. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.